Hast du schon mal was vom angeblichen 6-Stunden-Cut von Jurassic World Dominion gehört? Mit Sicherheit, denn das Gerücht hält sich ja wirklich hartnäckig und ich habe jetzt mal geschaut, was ist da wirklich dran? Bekommen wir eventuell einen 6-Stunden-Cut von Jurassic World Dominion? Die Antwort bekommst du hier im Video. Viel Spaß! Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. So, ich hoffe, man hört die Klimaanlage nicht zu laut. Ich habe mir jetzt nämlich eine Klimaanlage zugelegt, allein auch schon wegen dem Hund, weil das hier wirklich eine Bullenhitze ist aktuell. Wir wollen aber nicht jammern, sondern uns in diesem Video mal über ein Gerücht unterhalten, was sich wirklich hartnäckig hält, auch bei mir in den Kommentaren, gerade unter dem Video Jurassic World, der Extended Cut kommt. Also den werden wir auf jeden Fall bekommen. Das Video habe ich dir mal hier oben dazu verlinkt, da habe ich eins zu gemacht, kannst du dir gerne mal anschauen. Und auch hier ist ab und zu wieder die Frage aufgeflammt, beziehungsweise einfach mal die Aussage, jo, es gibt ja 6 Stunden Material, das wird alles in dem Extended Cut auftauchen. Und ich habe da jetzt mal ein bisschen nachrecherchiert, ob das wirklich stimmt oder ob das einfach nur Bullshit ist. Ich finde es erstaunlich, wie Leute bestimmte Informationen aus dem Internet nehmen und nur das für sich behalten, was sie anscheinend auch haben wollen. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, gibt es einen 6-Stunden-Cut? Beziehungsweise, wo kommt das Gerücht her mit dem 6-Stunden-Cut? Könnte da was dran sein? Oder bekommen wir ihn vielleicht wirklich in der Extended Edition, die ja bereits angekündigt wurde? Das Ganze fußt auf einer Aussage von Sam Neill, denn Sam Neill hat selber gesagt, wir haben einen 6-Stunden-Film gedreht. Jetzt könnte man eigentlich sagen, okay, Schluss, vorbei, Video ist zu Ende. Wenn der Schauspieler selber das doch sagt, dann muss da auch was dran sein. Die Aussage von Sam Neill, ja, es gibt einen 6-Stunden-Film, eine 6-Stunden-Version von Jurassic World Dominion, ist so nie gefallen. In dem Interview mit Sam Neill selber wurde eben ganz klar beschrieben, he jokingly said, also er hat aus Spaß gesagt, wir haben einen 6-Stunden-Film gedreht. Die Aussage hat aber folgenden Hintergrund gehabt. Und zwar wurde sich vorher von der Interviewerin, ist das ein Name? Interviewerin, stimmt das so? Von der Person, die das Interview geführt hat, wurde eben darauf hingewiesen, ja, der Film wurde jetzt ja um ein Jahr verschoben, wegen Corona halt. Und da hatte sie eben dann spaßeshalber gesagt, ja, das heißt, erwarten wir jetzt hier einen größeren Film, kommt da noch was Größeres bei rum? Und Sam Neill hatte eben vorher angemerkt, dass Jurassic World Dominion der längste Teil der gesamten Reihe werden könnte. Deswegen hatte sie eben gefragt, aha, der längste Teil der Reihe? Wird er deswegen um ein Jahr verschoben? Dann hat Sam Neill lustigerweise darauf reagiert und hat gesagt, ja genau, wir haben einen 6-Stunden-Film gedreht. Das war ein Joke, das war ein Witz. Es gibt keinen 6-Stunden Jurassic World Dominion-Film. Wenn Sie die Geschichte glauben, liegen Sie leider falsch. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, so einen Bullshit in die Welt rauszuposaunen. Der existiert aber nicht. Allerdings gibt es noch weiterhin Material. Das ist vollkommen richtig, weil mir viele von euch auch geschrieben haben, ja, es gibt aber noch ganz viel Material, was eben gedreht wurde, was wir ja noch zu Sicht bekommen müssen. Das wird alles in die Extended-Version mit reingepackt. Nein, auch das wird nicht funktionieren. Das Material, was extra gedreht wurde, zum Großteil sind das alternative Szenen. Das bedeutet, das sind Szenen, die genau dasselbe machen, nur eben abweicht voneinander. Die Szenen kannst du nicht alle in den Film mit einpacken. Sonst bekommen wir 5 Szenen mit dem Giganotosaurus am Ende, die sich alle gleich abspielen und einen anderen Ausgang haben. Das wird der Film nicht machen. Lustigerweise hat Sam Neill auch erwähnt, dass Jeff Goldblum ihn beim Dreh zu Jurassic World Dominion oft zu Weißglut getrieben hat, weil er eben sehr oft improvisiert hat. Eben auch einen Hinweis darauf, ja, es gibt verschiedene Szenen, aber die sind eben einfach nur alle andere Varianten von den Szenen, die wir eben später im Film gesehen haben. Dass es noch die ein oder andere kleine Szene gibt, die im Extended Cut mit eingebaut wird, will ich gar nicht bestreiten, aber es wird keine 6-Stunden-Cut geben. Interessant hierbei ist auch anzumerken, weil Jeff Goldblum hier anscheinend sehr viel freie Hand gelassen wurde, was Interpretationen angeht oder eben was einfach abseits des Drehbuchs spielen angeht. Jurassic Park 1, eine der ikonischsten Szenen, ist die, in der Dr. Ian Malcolm sich die Fackel anzündet und den T-Rex weglockt. Diese Szene sollte ursprünglich gar nicht im Film auftauchen und wurde von Jeff Goldblum selber empfohlen, der gesagt hat, ey, wollen wir das nicht mit einbauen? Das heißt, hier hat er auch improvisiert und ich könnte mir vorstellen, dass man deswegen auch in Jurassic World Dominion gesagt hat, ja, wir lassen dir mal ein bisschen freie Hand, was die ein oder andere Szene angeht. Welche Szenen das genau sind oder ob überhaupt eine Szene von der Improvisation von ihr Jeff Goldblum in den Film geblieben ist, keine Ahnung, eventuell waren es auch einfach alle, weil Ian Malcolm gab es ja im Film irgendwie nicht. Das war einfach nur Jeff Goldblum, wie er halt Jeff Goldblum spielt. Aber ich fand das einen interessanten Sidefact, dass man ihm hier wirklich freie Hand gelassen hat. Also, kurzes Video, aber um diese Frage einfach mal so ein bisschen aus dem Raum zu schieben. Es gibt keinen 6-Stunden-Film. Das war ein Joke von
Neil selber gewesen. Und ja, es gibt noch ganz viele andere Szenen, die wir nicht im Film gesehen haben, die aber eben zum Großteil einfach nur alternative Szenen sind. Um mir nochmal ein Beispiel zu nennen, in Jurassic World 1 gibt es doch diese Szene zwischen den beiden. Ich habe die Namen jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Der eine, der aber den Jurassic Park so in den Himmel hypt, der auch das T-Shirt anhat und seine Kollegin. Und die wollen sich in Jurassic World dann küssen. Und dann blockt sie aber ab und sagt, nee, ich habe einen Freund. Auch hier gab es eine Szene, eine alternative Szene dazu, in der sich die beiden wirklich geküsst haben. Die wurde aber rausgenommen, weil sich der Regisseur dazu entschieden hat, nee, wir wollen ja diese Romanze Owen und Claire geben. Also verständlich, warum er sich dafür entschieden hat. Aber das ist nur ein Beispiel dafür, wie es eben zu alternativen Szenen kommen kann. Und die gibt es eben auch in Jurassic World Dominion zu häufig. Der Extended Cut soll laut aktuellen Angaben, das kann sich immer noch verändern, aber das hat der Regisseur selber auf Twitter veröffentlicht, Battle at Big Rock enthalten, den Kurzfilm und eben das Opening, was als Opening versprochen wurde, was wir aber nicht gesehen haben. Bis jetzt ist noch nicht mehr bekannt. Dass da noch ein paar Sachen im Hintergrund stecken, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Da wird eventuell noch ein bisschen mehr mit reingeschoben werden, aber es wird keinen 6-Stunden-Cut geben. Das ist falsch. Ich hoffe, ich habe dir jetzt mit diesem Video nicht irgendwie den Tag oder den Abend versaut. Ich meine, 6-Stunden-Cut, brauchen wir den von einem Jurassic World-Film? Wahrscheinlich eher nicht. Und trotzdem bekommen wir einen Extended Cut, das heißt, darauf kannst du dich ja immer noch freuen, der wird dir ja nicht weggenommen. Nur eben 6 Stunden nicht. Mich würde es freuen, wenn wir vielleicht als Bonusmaterial noch ein paar alternative Szenen bekommen würden, wo der Regisseur sagen würde, ey, die würde ich den Fans mal ganz gerne zeigen, um da vielleicht auch mal so ein bisschen eine Reaktion drauf zu bekommen. Vielleicht werden die auch noch auf YouTube oder Co. veröffentlicht, wer weiß, damit man da auch schön Kommentare mal drunter pfeffern kann. Mich würde es sehr interessieren. Und wer weiß, vielleicht war bei einer dieser alternativen Szenen auch der Spinosaurus mit dabei. Ich glaube es zwar nicht, aber könnte natürlich sein. Was sagst du dazu? Bist du davon ausgegangen, dass es wirklich einen 6-Stunden-Cut von Jurassic World Dominion gibt? Oder sagst du, das war mir eigentlich von vornherein klar? Ich wollte jetzt hiermit nicht wieder den miese Peter spielen. Ich wollte einfach nur ganz klarstellen, nein, es gibt keinen 6-Stunden-Film von Jurassic World Dominion. Das wurde falsch verstanden und dann eben wie bei der Post weiter ins Netz rausgetragen über Social Media Kanäle, bis es dann irgendwie angeblich ein Fakt wurde, aber das ist es eben nicht. Das existiert nicht. Ich hoffe, dir hat das Video dennoch gefallen und wünsche dir des Weiteren einen schönen Tag, Abend, wie auch immer, und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.